Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ayla sitzt hier zusammen mit Kull. Also Kull ist relativ neu zu uns gestoßen und bietet sich so ein bisschen an als Berater. Es ist nicht so ganz klar, wo Kull herkommt, aber soweit er das erzählt hat, ja, war er ein Pirat, vielleicht sogar ein Piratenkapitän. Er hat die Exiled Lands hier schon sehr ausgiebig erkundet und er weiß sehr viel. Er kann Ayla sehr viel verraten über die Exiled Lands, was sie wo erreichen kann und wo sie hingehen kann. Die beiden haben sich schon wirklich sehr intensiv unterhalten und Kull hat ihr vorgeschlagen, dass sie doch als erstes mal zu einem Ort gehen soll, der sich die Abschaumtiefen nennt. Und das ist das, was Ayla heute als erstes tun möchte. So. Kull selber will eher hier bleiben. Er meint, er hat in seinem Leben schon wirklich viel gekämpft und er hat ein wenig Ruhe verdient. Aber Ayla nimmt natürlich ihre beiden tapferen Kämpferinnen hier mit. Dalinsia und Kushi. Die haben sich ein bisschen ausgeruht, sind gut ausgestattet. Hast du deine Waffe? Ah, nee, die hab ich. Sorry, Dalinsia. Und ja, wir gehen mal dahin, wo Hul gesagt hat, wo wir uns mal ein bisschen umschauen sollen, und das wäre hier in diesem Bereich. Also, wir sehen uns gleich, wenn wir dort sind. Das ist ja eine nette Begrüßung hier. Ah, da sind auch wieder kitanische Händler. So, ihr beide seid, glaube ich, auf alles angreifen gestellt. Naja, das lassen wir mal so. Komm, Shadow. Ja. Oh, wer ist das? Mist. Oh, das war ein Named. Okay. Huch. Ui, ui, ui. Und der denn her? Ja, die mussten sich natürlich einmischen, das war klar. Habt ihr irgendwas Nettes dabei? Nö. Gut, das können wir uns mal merken, dass hier ein Named Herbalist ist. Ah, hier gibt es einiges zu kämpfen für uns. Zauberer. Gib mir. Wer schießt hier auf mich? Wo habe ich denn meine Tränke? Okay. Das ist ja auch interessant hier. Hier geblieben. Das möchte ich gerne mitnehmen. Hier noch irgendwas dabei? Nee. Das kann man nicht mitnehmen. Ja, wirklich.
Kriegsbemalung. Ja. Warum nicht? Bisschen rot. Ja. Das nehmen wir noch mit. Ja, was war das? Ups. Geh. You will never return to your den. Ja, die beiden sind mittlerweile schon ganz gut geworden. Wobei Dalincia, ehrlich gesagt, können wir gerade mal gucken. Die schießt lieber mit dem Bogen. Das finde ich natürlich nicht so toll. Ein Dirnentagebuch haben wir gefunden. Hallo. Ayla ist hier. Was haben wir da? Ein Zauberer. Gerber. Wollen wir nehmen. Was haben wir da? Ayima, Keeper of Secrets, ein Klingenschmied. Also wir müssen hier nochmal herkommen, aber dann eben, um zu gucken, ob wir nicht noch mehr Gefährten gewinnen können. Das nehmen wir mit. Ah. Das wollen wir haben. Oh, ein Teil. Steinwächterbein. Ja, das, die sind schwer. Davon haben wir schon eins gefunden. Ach, komm, tu das mal weg. Ja. Ich habe natürlich keinen Träger mitgenommen. Nee. Dann, den hatten wir schon. Ja. Hi, kommt ihr mal mit hier rein? Kull hat gesagt, ich soll das hier drin machen. Was passiert hier? Was passiert hier? Okay. Pushy, wo bist du? Ach komm. Bevor das da drin womöglich wieder zugeht. Die Fackel? Kommt ihr mal her hier? Wer von euch beiden hat denn meine Heiltränke? Ja, super. Oh. So. Okay. Überall Geister. Notiz des Abenteurers.
Hier soll also ein Schatz sein, stand in dieser Notiz. Na dann. Schauen wir mal. Aha, die wollen, dass ich da tauche, die Geister. Dann tauchen wir da mal runter. Gucken, was es da gibt. Leuchtschleim. Blaues Färbemittel, Atemtrank. So. Klettern geht hier nicht, sagt er. Kein Problem. Liebling, komm zu mir. Wir gucken eins einmal überall hier um. Da unten gibt es wahrscheinlich noch mehr Leuchtschleim. Okay, hier gibt es nichts. Knochen. Ach, hier sind wir hergekommen. Ziemlich leer hier unten, ne? Da waren wir. Was wollen die uns sagen, dass wir da reingehen sollen? Okay. Zweite Notiz des Abenteurers. Ob man diesem Abenteurer so trauen kann? Na, schauen wir mal. Ist mal was. Ella ist sich nicht so sicher, ob ihr das hier so wirklich gefällt. Hier liegen lauter Pfeile. Warum liegen hier Pfeile? Vielleicht müssen wir da drauf schießen. Schießen. Was passiert dann?
Aha. Na komm. Aha, so kommen wir hier also weiter. Deswegen lagen die Pfeile da. Oh, was uns hier wohl erwartet. Wir gehen mal da drüben gucken. Nee, aber hier scheint es sonst nichts zu geben. Na komm, hoch da. Er mag er nicht. Jetzt. Wo sind die anderen beiden? Sind die nicht mitgekommen? Viele Knochen, die hier rumliegen. Da, okay. Wieder steigt das Wasser. Na komm hoch. Hoch, hoch, hoch. Da. Dahin. Habe ich getroffen? Oh. Hallo? Jetzt andere Seite. Jetzt. Ja, jetzt. Ja. So. Das müsste hier gleich wieder steigen, das Wasser. Okay. Jetzt kommen, glaube ich, meine Freunde, die Skelette. Ja. Hast das? Okay. Ups. Hier geht's weiter.
Hallo? Nice. Was hast du dabei? Nee, wollen wir nicht haben. Wollen wir alles nicht haben. Okay. Dann geht's hier weiter. Bye. Wieso bin ich schon wieder überlastet? Brauchen wir nicht. Gut. Okay, dann hier runter. Hier hoch. So ungefähr hat Kull uns das beschrieben. Ah ja, und dann hier. Wir getroffen? Ja, wir haben getroffen. So. Und hier durch. Oh oh, oh oh, da hören wir schon etwas. Hört sich nicht gut an, oder? Keine Skelette? Okay. Aber hier irgendwie. Oh, hi! Ach, ich bin überlastet. Ja gut, dann müssen wir irgendwas wegwerfen. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. So. Da ist er ja. Ihr seid da? Ja. Uch! Geh. Da. Oh oh. So, wohin? Da ist er. Okay. Oh. Nein. Thank you.
Wo geht's jetzt hin? Okay. Ja. Au. Ah. Ach, Mann. Aha, okay. Oh, 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 oh. Ja, das war's. Das war's. Oh oh, ganz schnell darunter. Und die Sachen lernen. So, wir sind komplett überladen. Ja gut, das waren die Abschaumtiefen. Und ich versuche jetzt hier rauszukommen. Und ich muss mal gucken, wo meine beiden sind, weil dadurch, dass das Spiel irgendwie zwischendurch abgestürzt ist, sind die sicher jetzt irgendwo auf Kundschaftertour. Geht's hier raus? Ja. Ja, jetzt sind wir hier oben. Wie viel überladen bin ich? Eine Menge. Das haben wir bekommen. Stab des Triumvirats haben wir bekommen. Abgründiges Auge. Reptilienhaut. Abgründiger Reißzahn. Die holen wir uns zu Hause. So, das reicht zwar immer noch nicht ganz. Was haben wir hier? Normales Blut. Atemtrank. Ich schmeiß den Eisenpickel einfach raus. So, kann ich mich wieder bewegen. Okay, meine Lieben, ich werde von hier aus jetzt wieder zurück nach Hause laufen und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, ciao.